Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch mal zu einer Art etwas anderen Thema-Video, und zwar wahr oder falsch. So etwas haben ja auch schon andere YouTuber gemacht und ich hatte da einfach auch mal selbst Lust drauf. Ich werde euch hier fünf verschiedene Geschichten präsentieren und manche davon sind wahr und manche sind halt falsch. Am Ende des Videos werde ich sagen, welche Geschichten wahr waren und welche nicht. Wie immer würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben bei dem Video freuen. Ehrenlos, wer keinen gibt. Und natürlich herzlos. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Geschichten ihr für wahr gehalten habt und welche ihr für falsch gehalten habt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Ergebnisse, Leute. Dann kommen wir mal zur ersten Geschichte. Ihr habt sicher schon mal von den Amerikaner James Miller gehört. Okay, eigentlich muss man von denen gehört haben, weil der ist schon relativ bekannt. In Amerika ist es ja so, dass man ab 18 Jahre sein erstes Tattoo machen kann oder man kann es mit 16 aber mit der Einverständnis der Eltern machen. James Miller war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und es hat wirklich viel Überzeugungskraft gebraucht, damit er seine Eltern überzeugen konnte, dass er sein erstes Tattoo machen kann. Und so konnte er sich sein allererstes Tattoo machen. Sein erstes Tattoo kam auf seinen rechten Oberarm und das war ein Son Goku Super Saiyajin 4. Er war nicht unbedingt ein Dragon Ball GT-Fan, aber er mochte halt den Super Saiyajin 4 sehr gern. Hier natürlich von mir erwähnt, Super Saiyajin 4 ist halt einfach auch die beste Super Saiyajin Stufe. Als er 18 Jahre alt war, wollte er sich noch ein Tattoo stechen lassen. Direkt neben den Super Saiyajin 4 Son Goku hat er sich noch einen Super Saiyajin 4 Vegeta hinmachen lassen. Circa 2 Monate später hat er sich gleich sein nächstes Tattoo machen lassen und dieses Mal war der andere Oberarm dran. Auf diesen hat er sich dieses Mal Son Goku und Vegeta als Super Saiyajin Blue drauf machen lassen. Ich bin von Super Saiyajin Blue kein Fan, aber es ist natürlich jedem seine Sache, ist ja klar. Doch das war noch längst nicht sein letztes Tattoo, als nächstes kam die Brust dran. Darauf hat er sich ein Vegeto Super Saiyajin Kamehameha Position und ein Gogeta Super Saiyajin Sternstaubbrecher bzw. Seelenbrecher Position tätowieren lassen. Wie ihr euch denken könnt, war das noch nicht das letzte Tattoo. Als nächstes war der Rücken dran. Auf den Rücken hat er sich die Dragon Balls Shenlong, Polunga, Wedge Shenlong und Super Shenlong tätowieren lassen und Alter, dieses Bild sieht so nice aus. Die Beine waren natürlich auch noch frei, da hat er Freezer, Cell und Buu sich tätowieren lassen. Die Oberarme waren zwar schon tätowiert, aber die Unterarme waren noch frei. Dort hat er sich einen Kid Goku und einen Black Goku bzw. Goku Black sich noch tätowieren lassen. Durch diese ganzen Tattoos wurde er auch wirklich sehr bekannt in Amerika. Er hat auch einen Spitznamen gekriegt und zwar Dragon Ball Tattoo Man und ganz ehrlich, dieser Name passt sowas von zu ihm. Na, was glaubt ihr, ist die Geschichte wahr oder falsch? Dann kommen wir zur zweiten Geschichte. Dieses Mal geht es um Akira bzw. Akira Toriyama. Ihr habt sicher schon mal alle von Dragon Ball AF gehört, das ja von Fans gemacht wurde. Falsch, das wurde von Akira gemacht. Als Dragon Ball GT geendet ist, kündigte Akira eine Fortsetzung zu Dragon Ball GT an, die er Dragon Ball AF nennen wollte. Aber warum ist Dragon Ball AF bis heute nie gekommen? Naja, es handelte sich tatsächlich um ein April-Scherz. Und darum auch AF, April Fool oder übersetzt April-Scherz. Das klingt wirklich sehr, sehr gemein, aber würde Akira wirklich so einen Scherz machen oder stammt Dragon Ball AF wirklich doch eigentlich von Fans? Und die dritte Geschichte und bleiben wir auch gleich bei Akira und einen komplett verrückten Fan. Es gibt ja wirklich verrückte Fans und Fangirls, wie zum Beispiel in dieser Geschichte ist und hier hat sie halt wirklich komplett übertrieben. Es fing ja ganz harmlos an mit einem Autogramm von Akira Toriyama. Aber damit noch nicht genug, sie hat die Privatadresse von Akira herausgefunden, aber das blieb bis zum Schluss ungeklärt, wie sie das geschafft hat. Als sie seine Privatadresse herausgefunden hat, hat sie ihm viele Fanbriefe geschrieben und dann ging es später soweit Liebesbriefe. Als sie auf keinen einzigen ihrer Briefe eine Antwort erhalten hat, ging sie zu Akira persönlich nach Hause. Dann stand sie wirklich vor Akiras Haus und er hat ihr erklärt, dass das überhaupt gar nicht geht, was sie da veranstaltet. Doch sie ließ nicht locker, bis Akira dann die Polizei gerufen hat, so wurde sie dann auch abgeschleppt. Mit dieser Aktion hat sie wohl gerafft, dass es wirklich zu weit ging, weil ab diesem Zeitpunkt hat sie sich nie wieder bei Akira gemeldet. Genau diese Geschichte hat Akira auch mal in einem Interview erzählt und die Fans darum gebeten, nicht zu übertreiben und das halt auch wirklich einfach zu Recht. Es gibt halt einfach Sachen, die man als Fan nicht macht, egal wie sehr man den Macher einfach mag. Dann kommen wir auch zu der vierten und vorletzten Geschichte. Hier geht es um das Dragon Ball Game Dragon Ball Z Dokkan Battle. Im Dokkan Battle kam am 17. April 2017 in Japan AGL Majin Vegeta raus. Ein Spieler hat auf der Arbeit in der Pause für Majin Vegeta
gesammt. Es war auch jemand, der ein bisschen Aggressionsprobleme hatte und der hat sich halt sehr aufgeregt, dass sie ihn halt einfach nicht gezogen hat. Und ja, das kann ich halt auch einfach fühlen, wenn man an seinen Charakter einfach nicht zieht. Er hat sich beim Sam wirklich sehr doll aufgeregt und er wurde halt schon wirklich etwas sehr laut. Die anderen Arbeiter haben ihn darum gebeten, leiser zu sein, aber es hat halt einfach nicht so wirklich geklappt. So mussten sie halt ihren Chef Bescheid sagen. So war er dann gezwungen, das Büro des Chefes reinzugehen und sich erstmal etwas anzuhören. Das Gespräch ging so weit, dass der Arbeiter fast eine Abmahnung erhalten hat. Der Chef fragt ihn dann auch, warum er überhaupt so aggressiv war und dann hat er ihm das Spiel Dragon Ball Z Dokkan Battle mal selbst gezeigt. Und hier war einer der Momente, was man halt als absolutes Glück bezeichnen kann, und zwar der Chef, er ist halt selbst Dragon Ball Fan gewesen. So haben sie über das Game geredet und der Chef hat sich das Spiel sogar selbst auf sein Handy installiert. Dadurch, dass er halt so gut ins Gespräch kam, hat der Chef auch die Abmahnung zurückgezogen. Ein Dragon Ball Game kann schon sehr süchtig machen und einen Problem reiten, aber wenn der Chef es selbst mag, dann kann das die Probleme einfach komplett beseitigen. Dann kommen wir auch zur fünften und letzten Geschichte. Dieses Mal geht es um eins der besten Dragon Ball Games überhaupt, und zwar Dragon Ball Z Kakarot. Wenn man sich das Game anschaut, dann kann man natürlich einfach nur eins sagen, es hat eine wunderschöne Grafik. Oder besser gesagt, es hat die beste Grafik von allen Dragon Ball Games insgesamt. Aber wusstet ihr, dass die Grafik ursprünglich eigentlich ganz anders aussehen sollte? Ursprünglich sollte es halt Zeichengrafik haben, besser gesagt Manga-Grafik, aber halt nur in Farbe. Doch das wurde dann später doch lieber geändert, weil es halt einfach nicht so sehr gepasst hat und auch nicht wirklich so modern wäre. So wurde dann schlussendlich die Grafik genommen, die wir natürlich alle kennen bei dem Game. Aber stimmt diese Geschichte überhaupt? Das erfahrt ihr gleich. So, dann kommen wir jetzt auch zur Auflösung, welche Geschichten von den fünf wahr sind und welche nicht. Die erste Geschichte mit den Dragon Ball Tattoo Man ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Naja, würde ich eigentlich gerne sagen, aber nein, sie ist komplett erfunden. Daher, die erste Geschichte ist falsch. Die zweite Geschichte, dass Akira Dragon Ball F erfunden hat, ist tatsächlich wahr. Die dritte Geschichte mit den total verrückten Fangirl ist auch von mir frei erfunden, daher falsch. Die vierte Geschichte um Dragon Ball Z Dokkan Battle ist auch von mir frei erfunden und daher auch falsch. Und die fünfte und letzte Geschichte um Dragon Ball Z Kakarot mit der Manga-Grafik ist tatsächlich wahr. Hier mal ein paar Bilder. Irgendwie hat diese Grafik etwas. Es würde irgendwie nice sein, wenn davon eine Mod rauskommen würde. Und Leute, wie viele Fragen habt ihr richtig beantwortet? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wie am Anfang gesagt, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben bei dem Video freuen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!